kleine Info am Anfang. Ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wir sind heute wieder, wie soll es auch anders sein, wir sind wieder auf dem A5 Community Server. In dieser Folge hatten wir mal wieder eine merkwürdige und eine ziemlich heimtückische Begegnung mit zwei Spielern. Grüße gehen da auf jeden Fall nicht raus. Hey, Teilzeitteufel, du bist doch Deutscher, Anna. Ja. Was geht ab? Hey, pass auf. Nix, wir looten und bist der. Hard Hits. Und wie das Ganze hier in Pavlovo ausgegangen ist, werdet ihr im Laufe dieses Videos noch sehen. Und wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, heute wird wieder ein Clip von DayZ Kill of the Week eingespielt. Zu Beginn in diesem Video haben wir uns auf den Weg nach Kamenka gemacht, um natürlich die Kamenka-Zelte zu looten. Auf dem Weg dorthin hatten wir absoluten Zombie-Aggro und bei den Zelten ist leider ein kleines Fauxpas passiert. Nico, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Unser Ziel für heute sollte sein, dass wir nach Pavlovo kommen, denn eins kann ich sagen, heute ist im Pavlovo Krieg. Hallo. Geiles so. Ding. Einmal eine M4 und einmal ein rotes Armband für einen. Hab leider nur noch eins. Oh shit, in der M4 war kein Mac, ne? Doch. Nee. Doch. Du schießt bei mir. Mach keinen Scheiß, ich hab null Schuss. Da ist ein Mac drin. Jetzt ballert er hier rum. Ernsthaft? Ja, da ist Mac drin. Scheiße, jetzt weiß ich ja gar nicht. Bei mir steht 0 Schuss und ich habe keinen Mac drin. Da waren 39 Schuss drin. Und jetzt hast du so 9 Schuss. 9 bis 12 Schuss hast du abgegeben. Scheiße, jetzt weiß ich ja gar nicht. Oh, das ist bitter im Kampf. Vor allem, er schießt los. Ich sag, ey, du schießt. Und er schießt immer weiter. Oh. Direkt vor uns. Ja, das ist am Ende der Straße, wo ich gestern gekillt wurde. Auto. 23 Schuss hat er noch. Hier, warte mal. Ah ja, du lädst bei mir nichts nach. Da hast du wieder 40 Schuss. Oh shit. Okay. Ich will. Ja, oben auf der Police. Echt? Ja. Ja, ich seh's. Ab ihm. Ist dead. Boah, sehr schön. Hat er nicht gegen irgendwas geschossen? Ja. Ja, redet jemand. Wo bist du? Das ist ein Bambi. Okay. Bist Warte. Du? Oder? Ja, ich bin an Piano. Wer läuft da hinten? Ach, das ist ein Zombie. Oh. Was du das? Hat sie erledigt. Bist du dead oder der Bambi? Der Bambi. Warum? Der wollte sterben, also jetzt denkt nichts Schlimmes von ihm. Achso, okay. Warum schießt Bodyshooter zu ihm? Zombies, glaube ich. Mit Leuchtspur. Oh Mann. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Oh, bist du hier in diesem grauen Gebäude? In dem Markt. Alter! Weißt du, was ich jetzt meine? Was denn? Alter, guck mal um die Ecke! Nee, ey. Doch nicht dein Ernst. Hat den Ära schon irgendwie. Ich sperre die hier zur Hälfte ein, wartet mal kurz. Ist da offen? Ja, da ist offen. Na kommt. Einmal. Max.
Okay, drei sind noch hier draußen. Das sind noch drei Stück. Die Hälfte ist jetzt in dem... Komm, die machen wir. Ja, also ich bin jetzt gelb leben, ne? Hast du stark gemacht. Dann komm, lass weg hier. Das war ganz Kamenka, hat dich gehasst. Kleines Update an dieser Stelle. Wir wollten natürlich Richtung Kamenka-Zelte, um den guten Nico aufzugabeln. Doch Bex hat auf einmal einen Spieler am Netztower gesehen. Also weiß ich jetzt, dass Bex... Oh, Spieler. Ich wollte es gerade sagen. Ich war mir nur nicht im ersten Moment sicher. Wo seid ihr jetzt nochmal, Jungs? Bei den Kamenka-Zelte. In einem Zelt war der, ne? Ich push weiter links, Bex. Ich werde ein Auto fahren? Nee. Ich laufe rüber zu euch, ja? Ich sehe ihn am Netztower, linke Seite ist er rein. Hat einen großen Rucksack an. Ich muss jetzt gerade überlegen, da gibt es nur einen Netztower, ne? Ja. Ne, zwei. Er ist oben. Auf linken, oben, ja. Ich könnte. Ich wollen wir hin? Aber der ich weiß nicht, ob das der war, den ich als erstes gesehen habe. Der rennt in deine Richtung. Ja. Ich hätte ihn noch im Blick, aber... Ich hab ihn noch. Kein Schussfeld. Ist jetzt beim rechten Netztower. Sehen. Daneben. Schüsse. Hast du den? Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe keinen Blick auf ihn. Wo lang läuft er gerade? Der läuft immer noch bei den Zelten rum. Nee, er ist rechts aus der Base raus. Oh. Er wollte den Turm hochklettern. Vorsicht, der kommt glaube ich in deine Richtung. Ah nee, das sind sechs. Du hast gesehen, dass er rausgerannt ist, rechts. Nee, er wollte den Turm hochklettern über die Sandbags. Mhm. Da habe ich auf ihn geschossen und dann ist er... nochmal geklettert, habe ich dann nochmal geschossen, dann ist er rechts runter, aber da sind direkt Büsche, also er ist entweder in die Büsche direkt oder hinter die Büsche und da hatte ich keinen Einblick mehr. Shit, okay. Hier links steht ein Auto. Bin bei dir. Ah ne, das ist ein Frack, glaube ich. Ich sehe euch hier nicht, ich laufe hier gerade noch ein bisschen die Straße weiter entlang. Also nicht auf mich schießen. Aber wir sind nicht auf der Straße. Ja, ich aber gerade. Ja, du kommst doch von Balota Richtung, oder? Ja, aber ich bin jetzt am Ende des Dingens. Ende? Ja, ich bin jetzt durchgelaufen, so gesehen. Ich bin jetzt wir sind auch am Ende, nur hier drüben, auf der frischen Wasser, bei den Schienen. Ja, ich bin auch. Also, warte, ich lauf. Ich seh ihn, erster Sandbag auf unserer Seite. Der crouch dort. Hat einen Hit. Ich glaube, ich habe ihn. Das war ich. Bist du dead? Ja. Oh, shit. Tja, was soll ich dazu sagen? Liebe Leute, das erste Mal, dass ich einen meiner eigenen Mates erschossen habe, aber ich habe die Binde am linken Arm wirklich nicht gesehen. Und naja, Karma hat gleich zurückgeschlagen, denn am Bahnhofsgebäude von Kamenka ging es ganz schön ab. Vorsicht, 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 im Bahnhof. Eins, zwei Spieler. Im Bahnhof. Haben die uns gesehen? Ich glaube. Es sind drei. Shit. Ja, Vorsicht, der piekt hier rüber, ja. Oh shit. Ich hab einen Hit. Einer ist down. Einer ist dead. Rechts ist dead. Nein, ich bin tot. Von hinten irgendwo. Ich bin unconscious. Ich bin dead. Die kamen von hinten. Scheiße. Ich hab nicht nach hinten geguckt. Also heißt das jetzt, dass keiner mehr von uns Loot hat? Nein. Nee. Weißt du, ich hatte jetzt schon so viel Pech. Ich muss jetzt einfach... Die kommen auf uns zu. Ja? Ja, die sind gerade auf uns zugerannt. Ich glaube, der hat mich gesehen. Lol. Ja, Schuss auf mich. Ekelhafter Bengel, Alter.
Rex, bist du tot? Nee, du? Nein. Ich stehe hier mitten im Busch, ne? Auf was schießen die? Die rennen rechts, ich sehe einen. Ne, die fighten gegeneinander, glaube ich. Der eine rennt weg. Der eine ist direkt an mir vorbeigerannt. Ich liege hier im Busch. Oh, wie knapp er an mir vorbeigerannt ist. Das muss ich klippen. Aber wollen wir laufen? Sollen wir es probieren? Komm, wir probieren's. Scheiß drauf. Oh Gott! Was passiert hier, Bex? Ich weiß es nicht. Okay, ich bin am vierten Häuschen. Die haben uns aufgeschnitten. Die Mosin liegt. Hier liegt noch alles. Ah, oh, die haben die Max mitgenommen. Ja, Hauptsache, wir haben noch die Waffen. Brauchen wir noch Max. Ich habe eine Tundra. Hier liegen. Skorpion in der Hand. Hier drin war noch eine AK, habe ich gesehen. Ja. Willst du die haben? Ich habe eine AK mit 14 Schuss. Ja, nee, komm, ja. Dann nimm du die. Ich habe die Skorpion noch mit 20. Nee, die AK hat auch 14 Schuss. Nimm die, komm. In der La ist auch noch ein Schuss drin. Ach du Scheiße, was ging denn bitte hier ab? Ja, keine Ahnung. Kamenka Zelte oder wollen wir Pavlovo? Sollen wir direkt zu Pavlovo pushen, ja. Weil ich glaube, die wollen Kamenka, ne? Ja, ich komme gerade so hoch. Ich bin, wie gesagt, gerade an der Schonenroute da. Ist gut. Guck mal, weißt du, Luca, jetzt haben wir sogar Partnerhelme, ja? Ich ein Kampfhelm, du ein Kampfhelm. Perfekt. Dann weiß ich genau, auf welchen ich schießen muss. Ja, genau. Oh, dankeschön. Da denkst du ja sogar an mich. Siehste. Hier redet jemand anderes. Ja. Hey, Bros. What's up? Hey, Teilzeitteufel. Du bist doch Deutscher, Alter. Ja. Was geht ab? Hey, pass auf. Nix, nix. Wir looten und bist der. Bei dir? Du bist schon lange hier. Ja, wir haben ein paar... Wir haben Pavlovo schon ziemlich gelootet, aber ihr könnt gerne mal gucken, was noch da so rumliegt. Also wir wissen, dass noch ein paar Kass und KAs da sind. Okay, okay. Okay, korrekt. Hey Jungs. Ich trau euch gerade nicht so wirklich, Alter. Oh, wir euch auch nicht. Ja, ich weiß, deswegen mache ich auch nicht die Tür auf oder sowas. Also wir können es ja easy machen. Wir sind jetzt hier im Krankenhaus, ihr dürft gerne fertig looten und dann natürlich weiterziehen. Dann kommen wir uns nicht in die Quere und dann passt es ja. Okay. Pass auf, wir gehen jetzt nach ganz hinten, wir bleiben dort und looten dort weiter. Also wenn ihr wollt, könnt ihr vorne weiter looten. Wir gucken nur kurz nach Ceticillin-Tabletten und dann gehen wir, okay? Okay, also hier im Krankenhaus haben wir leider keine Medizin gefunden, auch keine Bandagen, kein gar nichts. Okay, Stier. Okay, alles klar. Ja gut, Jungs, dann gib ihr, ja? Alright. Jo, bleibt friendly, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ich traue dir nicht so ganz. Ja, da hast du recht, ich vertraue denen jetzt auch nicht wirklich. Aber liebe Leute, bevor wir es vergessen, wie das hier in Pavlovo ausgehen wird, werdet ihr gleich wieder sehen, denn jetzt kommt erstmal ein Clip Daisy Kill of the Week. Daisy Kill of the Week. Der jetzige Clip wurde mir von Tod von oben zugesendet. Erstmal Grüße gehen da raus, danke fürs Einsenden. Sieht aus, als ob es auf dem PvP-Server ist. Okay, da hat er einen Fight. Okay, auf jeden Fall sauber geaimt. Das war ein schöner Header. Bye bye. Und dann ganz easy, bye bye. Okay, ich glaube, das war es noch nicht, weil ich sehe nämlich, dass dieser Clip noch ein Weilchen geht. Jetzt grabt er hier. Oh, rechts. Was? Okay, stopp. Da müssen wir kurz noch einmal zurückspulen. Liebe Leute, das war ja ein Dropshotten in DayZ. Okay, das ist krass. Das gucken wir uns nochmal kurz in Zeitlupe an. Gerade da, wo er an ihm vorbei rennt. Hier rennt er an ihm vorbei.
Und dann dreht er sich wirklich um und... Aber absolut sauber. Also gut, was man dazu sagen muss, ist natürlich, der Gegner hatte natürlich auf jeden Fall Gulasch-Aim. Der hat ja gar nichts getroffen, aber nice gemacht. Tja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Ich würde sagen, Killer of the Week Award geht diese Woche an Tod von oben. Grüße gehen da auf jeden Fall nochmal raus. Liebe Leute, schickt mir auf jeden Fall eure Clips zu. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Jetzt geht's weiter in Pavlovo. Ja. Ich bin jetzt gerade mal ganz oben. Ich spot mal kurz auf den Berg. Also auf dem Berg direkt sehe ich jetzt nichts. So, wie findet ihr eigentlich so mein Outfit? 1-10. Da oben liegt ein Sniper! Gilly! Alter. Der ist... Wo denn überhaupt? Der ist direkt hier oben auf dem Dach. Der ist direkt auf dem Dach. Nein, Vorsicht. Der chillt ganz genau hinter dem roten Generator. Hat Hits. Ich hab Hits. Ich hab einen Hit. Nach hinten. Ich bleib hier. Ich hab zwei Hits. Ich muss mich bandagieren. Halt die Stellung. Der darf nicht hierher kommen. Boah. Halt die nur auf Abstand. Ich muss kurz nur einen Stock runter. Ich will nicht auf er tut die ganze Zeit peeken. Scheiße, was war denn mit dem los? Versteckt. Was ist ein Affe, ey. Der lag da oben, hat nur gewartet. Das können auch die sein, hier gibt's eine Leiter, ne? Ich hab trotzdem mal unten die Tür, ne? Ja. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ich weiß auch nicht genau, wo der liegt. Der lag gerade noch hinterm Generator. Ich habe ihn dann die ganze Zeit beobachtet. Aber ich will auch nicht pushen. Ich habe nicht dafür genug Muni. Ich habe auch nur noch 12 Schuss mit der M4. Ich habe nur noch 11 Schuss. Das sind zwei. Die verarschen uns. Die haben uns verarscht. Ich habe nur noch 6 Kugeln. Na chill. Der hat übelste Hit von mir kassiert. Ich blute einmal. Ich muss mich bandagieren. Ich stehe wieder. Ich bin mal weiter hochgekommen. Ja, die haben uns verarscht. Die gehören zusammen. Was? Für Wichser. Okay, dann habe ich doch nochmal die Tür, wenn du meinst, die gehören zusammen. Ja, bitte. Also ich kann nicht mehr rausgucken. Mein Kreuz ist blinkt rot. Ja, ich hab noch, mein Kreuz blinkt weiß, deswegen, also bei mir geht's sogar noch. Ich hab noch einen, mir ist gerade noch aufgefallen, ich hab noch einen Mac, da sind noch 9 Schuss drin, der guckt gerade. Was wir machen können, ist raus. Munition leer, ich muss nachladen. Das sind meine letzten 9 Schuss, ne? Schuss. Warte, ich komm runter. Alter. Ich hätte noch eine Waffe für dich. Ich hab eine KA 101. Passt, danke. Ich hab einen. Einer Stark. Ist dead. Aber ich hab keine Muni mehr. Ich nehme die La. Stark, Nico. Ich wäre auch noch da. Ich hab nur bewusstlos war. Das war ich. Ich wollte nur sicher gehen, dass er bewusstlos ist. Tot ist, so. Aber das war nicht der, oder was? Doch, das war der. Das war einer. Also einer von denen. Die sind zu zweit. Einer mit zu zweit. Und der. Max zu dritt. Wer weiß. Oh fuck, ich hab ne Schnittwunde. Lass mich mal schnell rein. Ach du Scheiße, ich kipp dich um. Aber du hast gesehen, dass einer safe down gegangen ist, ne? Ja, der steht da direkt vor der Tür. Der liegt kann auch hier vor der Tür. Perfekt. Guli, genau, das ist der direkt, der ganz oben. Guli. Der hat nämlich mit uns geredet. Okay. Pass auf, wir gehen jetzt nach ganz hinten. Wir bleiben dort und looten dort weiter. Also wenn ihr wollt, könnt ihr... Vorne weiter looten. Schüsse vom Berg. Ich hab ihn gespottet. Links vom Berg irgendwo. Da läuft auch ein Zombie hin, da hoch. Ja, ich sehe zwei Zombies dahin laufen. Aber ich hab da kein Sichtfeld hin. Ich schau nicht auf ihn. Der ist hinter dem Stein, ne? Hinter dem Fetten da. Ja. Aber pushen will ich ihn auch nicht und ich hab da nicht genug Munition für. Mach ich auch nicht. Ich lauf euch hinterher, also macht euch keinen Stress um mich. Ja, warte, ich muss erstmal hier runter von der Schule. Also ihr könnt auch durch das Fenster klettern, aber ich glaube... Wir gehen links und direkt wieder links im Krankenhaus rum, dass wir ins Schulgebäude gehen, ja? Alright. Okay.
Let's go. Go. Ich stehe hier. Scheiß auf den Zombie. Wohin wollt ihr jetzt rennen? Zur Schule? Schule. Ja, dann bin ich stehe hier gerade bei der Schule. Bin bei euch. Oh ja, geh ruhig rein, alles gut. Alright. So, ich komm auch mal rein. Also hier so halb, steht auch noch. Halb tot. Halb tot komme ich hier an. Nice. Oh lol, ja, ist hier. Seine Waffe liegt hier aber noch, die nehme ich. Komm schon. Bitte dich, du fette Sau. Ich sehe ihn. Wo? Ganz oben an der Baracke ist er gerade nach rechts gelaufen, hinter diesen großen Felsen. Nice, siehst du den großen Felsen? Vollgeladen. Ja. Und da dahinter ist er jetzt. Das heißt, der ist jetzt hier wieder hinter den Baumkronen. Also ich sehe überhaupt nichts mehr. Warten wir, bis du weißes Leben hast, dann pushen wir hinten aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Habt ihr genug Ausdauer, über die Mauer zu klettern? Ja, ich habe fast noch volle Ausdauer. Jo, die Hälfte. Ich sehe sie auf dem Berg oben. Auf dem Berg ist dieser grüne, dieser Aussichtsturm, ne? Und da dahinter ist er gerade an der Mauer. Genau da dahinter. Vorsicht, der hat. Das ist so von meinem Fenster aus. Ach, meinst du da hinten? Ja, vom Dach aus hast du es gerade gesehen. Warte mal. Auf dem Krankenhaus? Nee. Oder? Doch, auf dem Krankenhaus. Wollten sie bestimmt ihren Loot wiederholen. Was für Opfer, hat er schon gedespawnt. Oder? Warte mal. Ich guck auch gerade zum Krankenhaus, aber ich sehe. Nee, das war... Gilly auf dem Krankenhaus. Doch! Ist wieder rein. Shit. Und der andere war hinten. Scope. Ich sehe ihn. Auf dem Berg oben. Also, wie viele sind denn das jetzt? Einer, zwei, drei, vier? Schuss war ich. Der lebt noch. Was ist geschossen? Habe ich gar nicht gehört. Doch, ich höre es. Da ist Blut gespritzt, der müsste tot sein. Ich komme schon. Richtung. Sei tot, bitte sei tot. Kurzes Update an dieser Stelle. Mir war nicht bewusst, dass ich auf dem Berg zwei verschiedene Personen weggesniped habe. Das habe ich erst im Killfeed dann gesehen. Und das Lustige daran ist, das war Julie und sein Mate, die erst auf Friendly getan haben und dann oben auf dem Krankenhausdach uns erschießen wollten. Wo meinst du denn? Ich sehe ihn nicht. Direkt da vorne auf dem Berg. Ich habe einen Vierer, glaube ich. Ich guck da auf den... Ich habe auf 200 gestellt. Der müsste tot sein. Ich müsste voll getroffen haben. Nee, doch. Okay. Das war ein Baum. War da oben auch nochmal ein Gilly oder was? Oder? Nee, das war ein Sturmhelm. Kein Gilly, war nur grün angezogen. Lol, hier ist jemand. Hab ihn. Nice, oh. Sehr schön. Geil. Noch einer, hier ist noch einer. Ich bin tot, ja. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, hier ist der Gott. Mann. Ich habe eine vollgeladene KA, ne? Check du die Leiter bitte. Da ist er. Ich bin tot. Was? Der hat mich mit einem Schuss gekillt. Aber der dürfte stark angehittet sein. Ripp, ey. Wo war denn der? Der ist nicht direkt, also der ist in. Soll ich das sagen? Zwei Treppen unter uns, so gesehen, wenn du verstehst. Also wenn du jetzt die Leiter... Ja, ich hab's verstanden, Berg unter dir. Ja, der kommt hoch. Ist dead. Stark. Kannst du unseren Loot saven? Ich weiß nicht, ob da noch einer ist, warte mal ganz kurz. Bleib da oben bei der Leiter erstmal. Ja. Wo bist du? Schulgebäude. Wo sind die anderen gewesen? Dead, Schulgebäude. Okay. Im Treppenhaus. Ich bin gleich beim Schulgebäude. Mhm. Ich liege neben Bex.
Ich bin Bambi mit Ritterhelm. Komm hoch. Ne, du bist nicht bei mir, Digga. Doch, ich komme jetzt gleich. Es leckt bei mir. Tür? Ich habe eine Türe gehört. Ich habe eine rote Bandage, ne? Ja, ja, du stehst hier bei mir. Ich bin wieder da. Ich bin da, ich bin da. Der kann ja nur da vorne sein. Hier drin ist er nicht, von unten war das. Ah, okay. Ich loot mich kurz. Ich muss kurz was trinken. Mhm. Ja, das Problem ist, der Flur ist einfach zu lang, um da zu pushen, Bags. Ich würde es jetzt einfach... Wir machen das jetzt einfach so, wir machen die Türe zu, dann hören wir, wenn der die eine Türe aufmacht. Schade. Aber hast du dein Stuff soweit? Nee, ich lag hier nicht mehr. Ja, wie gesagt, ne, mein Stuff, also ich hab nur... La und... Alter, der hat zwei Minen. Nimm ich mal mit, geschmeidig. Das macht mir halt immer noch der Gilly ein bisschen Sorgen. Nachdem wir den Gilly auf dem Krankenhaus nicht mehr spotten konnten und nicht mehr wussten, wo er hier in Pavlovo ist, wollten wir nichts riskieren, da die Nacht schon herangebrochen ist. Wir wären dann auf jeden Fall schon wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Wenn ihr geile DayZ-Clips habt, schickt sie mir auf jeden Fall zu. Seid ein Teil dieser Community. Hier in der Endscene habe ich euch auf jeden Fall noch andere DayZ-Videos. Schaut doch mal vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.